Mr. Gale, this is Chet Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased. Your wishes and family. Passport. What's happening? Shh. Patna, boss. Patna. Patna mein ja. Parwa hai to baad mein ja. Lekin hamari range mein hai. Maine kaha baad mein. Kuch hai? Abhi tak kuch nahi. Koi baat nahi, boss. Koi baat nahi. Ye lo. Job. Mil gaya. Kuch mil gaya. Aao. Chalo, chalo. Bas se niklo. Hey, ruk. Rukho! Sale! I distinctly remember saying, stop, the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking job, but you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shoes. At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I'd recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your plus one? Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little. Right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us.
It'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Will you give my congratulations to Ashley on your next visit home? I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. I expected more, you know, chains and wailing, but knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Diplur. Well, go on, take the bloody bag off his head! Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. R.J. Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Min. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we are. All right. But this, with the smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. And too much distance has built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. But then I realized, it's not me. No. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see. Give me the bomb. Really, guys? We're not checking for these anymore? Ah, I'm with R.J. Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. If you're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Try for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Ja, und damit herzlich willkommen zum Far Cry 4 Let's Play. Das war jetzt ein ziemlich langes Cinematic. Habe ich selbst noch nicht erlebt, dass das so lang ist. Ja. Ist auf jeden Fall saugeil. Das sieht echt cool aus. Und es ist wieder dasselbe wie sonst auch bei Far Cry, wie es beim 3er schon war. Wir haben einen Psychopathen kennengelernt. Und dieser Psychopath zeigt uns direkt am Anfang irgendetwas Interessantes hier. Das finde ich cool. Ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Ich werde nur noch kurz was umstellen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Und es geht direkt los. Wir sollen hier die Menschen erkunden.
Ich habe das Spiel übrigens auf Englisch mit deutschen Untertiteln, falls das einigen nicht passt, weil ich spiele generell alle Spiele am liebsten auf Englisch. Ist ja gerade jemand gelaufen. Hab mir eingebildet, glaube ich. Ja. Die Mausempfindlichkeit ist noch nicht so ganz richtig, da muss ich nochmal irgendwas umstellen. So, jetzt aber. Gut, aber auch Zeit. Ich weiß gar nicht, wo wir wohl. Ja, da wird wohl jemand ein bisschen gefoltert, habe ich gehört. War da gerade jemand? Ich bild mir die ganzen Leute ein, glaube ich. Wie dem auch sei, direkt mal zu Far Cry. Das Let's Play wird es alle 2 Tage geben. Die Uploadzeit weiß ich jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann eh sehen, wenn das jetzt hier online ist. Um diese Zeit, wie dieses Video hier online kam, werden dann die anderen Teile auch immer online kommen. Sieht alles irgendwie sehr religiös aus. Jo, unser Freund wird unten gefoltert. Ich weiß nicht, ob es unser Freund ist. Ich kenne ihn auch noch nicht so lange. So, dann haben wir noch was, ein Audiobook. Ich weiß gar nicht, wie wir in unser Inventar kommen. Ich habe mich ein bisschen wenig informiert. Jumper Cables, okay. Aber es sieht schon echt saucool aus, wenn man bedenkt, dass ich gerade mal auf Medium spiele. Auf High spiele, die Grafik. Einstellungen habe ich auf High. Bei mir wird es dann, glaube ich, laggen, weil ich will ja auch in 60 FPS die Videos bringen. Jo. So, da sind wir schon im Keller. Irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Oder hat er gefoltert? Dieses Foltergerät kenne ich sogar. Okay. Ich geh mal weiter. Ich hab mir das vielleicht angucken, vielleicht passiert da irgendwas, aber ich geh mal weiter. Haji Ghali. My name is Sabal. I'm with the Golden Path. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Wie sind die hier einfach so reingekommen, ohne dass es jemand bemerkt hat? Und vor allem, wo ist dieser Typ am Anfang? Ich hab's schon vergessen, wie der hieß. Ajay, with these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Yeah, yeah. Okay. I got it. One, two, three! Muss runter. Okay. Here we go. Keep your head down. Oh, man kann sogar sprinten. Okay. Ich glaube, ich laufe einfach direkt durch. Holy shit, da wurde ich getroffen. Aber ich kann mich heilen. Cool. Ach, das ist. Das ist wieder wie bei Far Cry 2. Ich hab's 3 Jahre nicht gespielt, deswegen weiß ich das nicht, wie das bei dem war. Holy shit, ein Elefant. Das war bei Far Cry 2 immer voll lustig. Da ist mir zum Beispiel irgendwo runtergefallen. Und dann landet er so unten und drängt sich so die Finger wieder. Look around, shoot. Hä, wie nehme ich die? Wo ist die? Hä? Wo ist die Waffe? Und da war mein Turmbrett. Are we safe? Probably not. Hä, wie nehme ich die Waffe? Was ist sie denn? On your right. Ach da. Shoot! Damn! Fucking hell! Watch out! Ich sehe den nicht. Ich habe ihn mal gesehen. Ich will mir die Kugel aus dem Arm ziehen. Ich komm da nicht rüber. Right! Oh Gott. Das ist nicht so gut. Okay. Ich habe schon ewig keinen Shooter mehr gespielt, das merkt man jetzt auch.
Okay, Garley, respond, please. Oh, shit. Hello? Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Oh ja, das kann ich. Ich habe eine verdammte Machete. Aber wie schlage ich? Oh, da vorne ist ein Gegner. Stealth Fundamentals. The detection meter fills up as the enemy spot you and is full and flashes when you're detected. Press T to throw a rock and distract enemies. Press C to crouch. You will be less visible and make less noise when... Okay, machen wir das mal. Machen wir da mal einen Stein hin. Oh shit. We just want to talk to you. Come out. It'll be okay. This has all been just a terrible misunderstanding. Show yourself and we'll sort it all out. Okay. Listen, it does not have to be like this. You do not have to hide. Oh fuck. The longer you hide, komm ich an den Typ vorbei. The angrier I'll get. Come out and make things easier on yourself. Jetzt geh doch zu dem Stein, den ich da die ganze Zeit werf, Junge. Okay. Oh Gott, der ist direkt bei mir. Faggot, geh weg. Ich weiß noch nicht, ob ich hier unten rumgehen will oder oben. Ich weiß nicht, was besser ist. Beziehungsweise, ob ich überhaupt da oben rumgehen kann. Oh Gott, da kann ich nicht durch, okay. Ich glaube, ich kann da nicht hoch. Okay, ist natürlich ärgerlich. Ach, Junge, wie komme ich denn unten vorbei am besten? Ich muss auf die andere Flussseite, kann das sein? Da vorne ist ein Gegner. Ich habe das Spiel natürlich auch auf normal direkt gestellt, anstatt das irgendwie mal auf easy zu stellen, weil ich schon seit ca. 3 Jahren keinen Shooter mehr gespielt habe. Nein, ich stelle auf normal. Ich bin ein verdammtes Genie. Throw a rock to distract enemies. Okay. Jetzt wird man der Bot enthalten von Enemies. Und wie? Achso, okay. Gut, dann schwimme ich jetzt einfach mal darüber. Ich weiß nicht, wie lange ich unter Wasser atmen kann, ist die Sache. Gott, ich muss noch voll weit, fällt mir gerade auf. Aber ich pack das. Okay, jetzt muss ich auftauchen. Gut. Ich komme dem Tower näher, das ist gut. 600 Meter noch, Junge, Alter. Vor allem das Problem ist, ich sehe die Gegner alle nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Meistens am Anfang direkt oder so. Sind da vorne welche? Ich sehe niemanden.
Dann laufe ich erstmal. Was kann ich denn mit den Dingern hier machen, weil die immer blinken? Bait. To bait, hold E to skin an animal. Open the weapon wheel by holding 1, 2, 3, 4 Q and select the bait. Throw bait to lure predators in the area. Okay. Oh yes. Everyone keep your eyes open. So, wo ist das? Da. Habe ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Hab das mal. Where are you hiding? Coward! Okay, da unten sind die ganzen Gegner. Ich muss da rechts rum. Ich frage mich, ob ich es schaffe, da runter zu springen. Wir müssen eh keiner, ne? Why don't you come out, Carly? Hä, wie nehme ich das? Hä, lass mich das nehmen. Wir haben mal einen Stein. Nee, wie nehme ich das wirklich? Ich bin, glaube ich, gerade zu blöd. Yo, wie wähle ich das aus? Und mit rechts komme ich da hin. Oh ja, I'll give you something to Ich bin gerade echt behindert. Warum kann ich das nicht nehmen? Bitte. Junge. Hä? Ich verstehe es nicht. Bin, glaube ich, einfach zu doof dafür. Deswegen werden wir mal ganz kurz hier gucken. Keyboard und Maus. Wo sind denn die Controls? Da. Sprint ist Shift. Jump, Crouch, Reload, Interact. Heal, Throw. Mit dem Mausrad kann das sein. Bait ist 8 angeblich, okay. Nope, ich will zurück. Ich 8 gedrückt halten? Nein. Ich glaube, ich hole mir noch ein Bait. Ja, da hinten war ja auch noch was. Da genau. Da komme ich auch safe hin. Hol ich mir das Ding hier auch noch. Perfekt. Gut, dann kann ich nochmal für ein bisschen Chaos sorgen. Hoffentlich. Ich werf das wieder von oben. Ist mir sicherer. Was ist jetzt eigentlich, was da angreift? Na ja, ein Bär. Ist hier vorbei? Schaffe ich in der Tat. Läuft bei mir. Haben die mich gesehen? Oh ja, haben die. Shit. Kommen die mir jetzt nach? Ich glaube nicht. Oh Gott, das sind so viele. Oh shit, die haben mich gesehen. Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lauf doch! Warum läufst du noch?
Ich bin schlecht in dem Spiel. Das haben wir schon mal festgestellt. Geil. Verdammt. Okay, jetzt folgen mir die aber schon mal nicht mehr. Was ist da vorne? Da hat was geblinkt. Aber da ist ein Gegner, oder? Okay, ich bleibe erstmal hier oben. Ich schleife mich hier ran. Wenn man sprintet und dann croucht, dann wirft man sich so auf den Boden. Gut, dass ich das auch mal rausgefunden habe. So, mal gucken. Ich war vorher da und da vorne war ein Gegner irgendwo. Das heißt, ich muss mal versuchen, dahin zu kommen. Wenn da kein Gegner ist, zu dieser Kiste. Das sollte ich doch schaffen. Beruhig dich, du Scheißvogel. Lol. Break Objectives, okay. Plastic Elephant. Das ist eine Schutzweste. Sieht ganz nach aus. Throwing Knife, sehr gut. Das mit dem Werfen hätte man mir vorher besser erklären können, finde ich. Hätte ich mir den Control nicht angeschaut, wäre ich am Arsch gewesen. Da ist eine Waffe, lol. Aber die wird nicht so viel Muni haben, glaube ich mal. Beziehungsweise ich bleibe erstmal bei den Throwing Knives. Was haben wir hier noch? Ist da noch was? Nee. Wo ist denn der Typ denn hier vorher war? Okay, hier ist aber nichts. Kann ich das hier auch aufbrechen? Ne, kann ich nicht. Camera. Press C to equip or holster your camera. Aim, ja, zoom. The camera will tag them and track their positions even through walls. Okay. Eigentlich habe ich das ja nicht gewollt. Ich dachte mit Z kann ich... Was? Egal. Jetzt vielleicht Z? Nein, auch nicht Z. Junge, ich komme gar nicht klar mit dem Spiel momentan. Das wird sich aber noch klären, hoffentlich. Jetzt seht ihr mich auch mal, wenn ich ein bisschen rumnube. Kann ich da vielleicht mit dem Throwing Knife hinwerfen? Das war zu niedrig. Schauen wir mal, vielleicht so. Okay, dann halt nicht. Wo sind denn noch mehr Gegner? Da vorne ist einer. Kann ich den spotten? Irgendwie? Nee. Doch, wenn ich ihn lange anvisiere, okay. Hä, wie hab ich das gerade rausgefunden? Wie hab ich den gerade gespottet? Ich weiß es nicht. Also wir haben da vorne einen. Wir haben da vorne die zwei und die Patrouille. Ich könnte die jetzt alle drei auf einmal abknallen. Ach, scrollen muss ich, ne? Hä? Achso, ich bin nicht nah genug dran, denke ich mir mal. Okay, wir haben also drei Leute. Ich könnte den da ausschalten. Ich mach das einfach rein, ne? Oh. Sie wissen nicht, wo ich bin. Wieso wissen sie, wo ich bin? Okay. Drei Headshots schon. Läuft bei mir. Zwei Leute sehe ich noch auf der Map. Einer ist da drüben. Einer kommt da runter. Das war richtig schlecht geschossen, aber. Okay. Viel Muni habe ich nicht mehr. Aber ich denke, wir haben hier einen Großteil der Gegner jetzt ausgeschalten. Ich muss mich jetzt darauf einstellen, wie das Spiel so ist auf dieser Schwierigkeit. Ich habe, wie gesagt, schon lange keinen Shooter mehr gespielt. Also sorry, weil ich jetzt wirklich ein bisschen nubig bin. Was ich bin. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Und die erste Folge wird übrigens auch länger als die anderen. Was war denn? Gar nicht. Ah. Cool. Wenn ich das Viech rauslasse, wird mich das hundertprozentig angreifen.
Was hat denn hier noch? Ammo for Assault Rifle ist perfekt. Können wir die nochmal angucken? Jawohl. Was ist das hier? Nochmal mehr Ammo. Ja, jetzt habe ich richtig viel Munition schon. 45 Schuss. Das ist fürs Erste auf jeden Fall eine Menge. Hier ist noch irgendwas auf der Map. Das sehe ich doch ganz genau. Ja, eine Kiste ist das, okay. Ich muss mich erst einfinden. Wedding Photos. Ich will wissen, was passiert, wenn ich diese Katze rauslasse. Aber ich weiß eh, dass die mich angreifen wird. Wird eh ein Fehler sein. Die hat ein Messer im Kopf, aber es ist ihr scheißegal. What the fuck, Katze? Warte mal. Habe ich nicht noch meine Machete irgendwo? Wo ist denn meine Machete? Soll ich die einfach abknallen? Wieso stirbt das Viech nicht? Alter, übertreib halt! Das schluckt dir mehr Schüsse als Arnold Schwarzenegger in Terminator. Oh, warte mal, ich kann das doch sicher häuten oder so ein Scheiß, ne? Jawohl, krieg ich noch ein Bait. Aber jetzt, wo ich eine Waffe habe, werde ich sowieso immer auf die schießen. YOLO. Snow Leopard Skin. Ich hole mir nochmal hier unten von denen die Muni. Hold E Search. Da kann ich noch was finden, vielleicht. Kondom. Alter. Shangri-Lager. Ammo for Handguns. Ja, ich werde jetzt aber nicht alle durchsuchen. Bin zu blöd. Erstmal hier weiter rauf. Check kurz die Lage. Was hier so los ist, ja. Was ist das? Read. You are in my employ to bring me strong and healthy animals. My subjects do not. Blablabla. Okay. Der will irgendwelche Tiere haben. Wo ist das, ein Medikit? Was war das? Ich hab's eingesammelt, aber es stand nicht da, was es ist. Damn it. Okay, dann hol ich mir noch hier kurz die Kiste. Old Money. Jawohl. Über altes Geld freue ich mich immer. Da vorne ist der Tower. Das heißt, ich bin gleich da. Bei mir läuft's. Sind hier gar keine Gegner mehr? Ich habe mich jetzt auf eine Schießerei gefreut. So, mittlerweile bin ich drin in dem Feeling. Aber hier scheint echt keiner mehr zu sein. Ja, ich muss sowieso da außen rum. Fällt mir gerade wieder an. Kann ich hier runterspringen? Okay, das habe ich mir cooler erhofft irgendwie, dass er einen Köpfler macht oder so. Aber soweit ist die Engine wohl noch nicht. My boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Fantastic. You really are an excellent listener. Look, no hard feelings about the crab rangoon. I know it's not to everyone's taste. But you'll be pleased to know I have the chef executed for his incompetence. Those of his family we killed. Regardless, next time I can promise you a better spread. It's the last time I'm kidnapping a fucking TV celebrity chef. Alter, der Typ ist cool. Der Typ hat's echt drauf. So, ich bin jetzt bald da. Haben wir die XXL-Folge auch mal hinter mir. Ich hätte mich auch nicht so blöd anstellen müssen, dann wäre ich schon lange fertig. Okay, wie komme ich da rüber? Ah, da unten muss ich wahrscheinlich wieder rüberklettern. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Jawohl. Geil, hab ich gesagt. So. 281 Meter noch. Dauert doch alles ein bisschen länger, als ich es erwartet hatte, aber gerade haben wir wenigstens keine Gegner vor uns. Okay. Vor was laufen diese Ziegen weg? Da ist doch 100 Pro irgendwas. Nö.
Habt ihr Angst vor mir? Ich bin lieb zu euch. Kommt her. Ich habe auch ein Kondom. Oh Mann. Yo, ist okay. Die Ziegenherde da ist jetzt meine Scout-Armee. Die wissen jetzt alles vor. Scouten für mich. Hold shift to cross the gap. Ah, okay, ich muss hier rüberspringen. Wie viele Schüsse die aushalten, das ist so unrealistisch. So, das Vieh ist tot. Ich hab sicher getroffen. Kann mir keiner erzählen jetzt. Dann nochmal ein Bait. Ich weiß, ob man das brauchen kann. Stell dich nicht so an. Ich hätte es auch gerade nicht gestört, dass der Typ die Asche von deiner Mutter geleckt. So. Alles klar. Der Sprung ist machbar. Freut mich riesig. Und dann gehen wir hier noch hoch. So, das kommt mir jetzt irgendwie vor, als würden wir gleich wieder auf Gegner treffen, weil das war jetzt so lange ruhig. 200 Meter so, ohne irgendwelche... Okay. Mach ich gerne. Boah, das sieht so cool aus. Das sieht so cool aus, finde ich. Ganz ehrlich. It's an honor to meet you, son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you near the tower. Okay, krass. Ja, ich bin schon ein ziemlicher Ficker, ne? Dass ich das so alleine schaffe. Ja gut, wenn die hier ist, dann dürften die jetzt hier auch keine Gegner mehr sein, wenn ich richtig liege. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden hier jetzt erstmal. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn ich will den Part hier auch nicht zu lange gestalten. Immerhin ist der jetzt schon fast 40 Minuten lang, schätze ich mal. aber es waren ziemlich viele Cinematics dabei auch. Wie dem auch sei, wir machen nächstes Mal hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Riesenbewertung freuen. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder. Alle 2 Tage Far Cry 4. Bis dahin, haut rein. Tschüss.